keine Lust auf Lernen oder Hausaufgaben und bist du vielleicht manchmal sogar wütend auf deine Lehrerin oder deine Eltern oder auf die doofen Hausaufgaben und du hast manchmal keine Ahnung, warum du heute schlecht drauf bist und wie du das ändern kannst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Hannes Karnes und wir beide, wir werden jetzt richtig Spaß haben. Super, dass deine Eltern dabei sind. Wir gehen jetzt rein zum Webinar zur Hannes Karnes Show. Komm mal mit. So, schau mal hier, da sind wir auch schon. Jetzt geht's gleich los. Wir springen jetzt aber erstmal alle gemeinsam in das Webinar, in die coole Show. Also einmal aufstehen, Eltern und Kinder. Und 3, 2, 1 und go! So, jetzt kann's losgehen. Als erstes legen wir los mit Tanzen, denn das hier ist kein Popcorn-Kino, sondern das ist für dich und deine Eltern. Wir machen alle mit und zwar mit Tanzen eine Minute und dann sind wir richtig wach und bereit für die Show. Auf geht's! Haben. Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Jetzt starten wir gemeinsam mit dem Code of Honor. Ein Code of Honor ist Englisch und heißt auf Deutsch Ehrenkodex. Das sind Regeln, die nicht kontrolliert werden, sondern die einfach jeder macht, weil er mit dabei sein möchte, weil er viel Spaß haben möchte. Und weil er das meiste daraus mitnehmen möchte. Ich werde dich nicht kontrollieren und deine Eltern auch nicht, sondern ich möchte dich überzeugen, begeistern. Und dafür hilft am meisten, wenn du dich an folgende Regeln hältst. Als erstes, vor allem für die Eltern, eine ganz wichtige Regel: Die Handys jetzt bitte weglegen und ausschalten. Die brauchen wir in diesem Webinar gar nicht, sondern ihre volle Aufmerksamkeit ist gefragt. Wie ihr erkennt. Und es geht nicht nur um die Handys, sondern auch ums Essen. Wie gesagt, es ist kein Popcorn-Kino, sondern hier ist alles zum Mitmachen. Und deshalb bitte alles Essen wegstellen. Das Webinar ist ganz kurz. Es wird dir viel Spaß machen, wenn du dabei nicht isst, sondern ganz viel mitmachst. Und wir machen das Ganze natürlich gemeinsam als Team. Du und deine Eltern und ganz wichtig, liebe Eltern, auch sie machen bitte alles mit. Außerdem möchte ich, dass du nicht so ein bisschen mitmachst, nicht so ein, naja gut, mache ich halt irgendwas mit, sondern ich möchte von dir Power haben. Ich möchte, dass du Vollgas gibst. Nicht für mich, sondern für dich, damit dein Leben ganz toll wird und du ein super Leben hast, du ganz viel Spaß in der Schule hast und deshalb ist meine neue Regel 100%
Alle machen alles zu 100% mit. Und der letzte Code in unserem Code of Honor ist der beste. Ich bin verrückt und das ist auch gut so. Wir werden hier ganz viele lustige Sachen machen, die Spaß machen, wo du aber vielleicht erstmal denkst, meint er das ernst? Ja, meint er. Er meint es ernst, damit du Spaß hast. Also bitte, mach alles mit und als erstes machen wir jetzt auch wirklich etwas Verrücktes. Dafür brauchst du jetzt 3 Prospekte. Die können gerne alt sein. Am besten gehst du zum Altpapier bei euch und holst 3 Werbeprospekte. Die sind schön bunt und genau das brauchen wir jetzt. Also hol die Prospekte und drück einmal kurz auf Stopp. Wenn du die 3 Prospekte hast, drückst du wieder auf Play und dann geht's weiter. Bis gleich! Na, hast du die Prospekte? Super, dann kann es jetzt weitergehen. Ich habe in der Zeit schon mal den Code of Honor aufgehängt, damit du immer daran denkst, dass du wirklich alles mit voller Power mitmachst. 3 Prospekte, 3 Personen. Du, Mama und Papa, ihr braucht jetzt jeder einen eigenen Prospekt. Ich habe natürlich auch 3 Prospekte. Und jetzt kommen wir schon zur ersten verrückten Aufgabe. Jeder bekommt einen Prospekt in die Hand und jetzt bekommt jeder 1 Minute Zeit mit Musik und zerreißt diesen Prospekt in ganz viele Stücke und verteilt sie auf dem ganzen Boden im Zimmer. Auf geht's! Party aussieht, denn das ist deine Show zum Lernen, deine Party, bei der du ganz viel lernen wirst und vor allem ganz viel Spaß haben wirst. Wir lassen den Raum erstmal so, wie er jetzt ist. Weiter geht's! Danke, dass du jetzt richtig gut mitmachst und danke, liebe Eltern, dass auch ihr super gut mitmacht und euer Kind unterstützt und auch aushaltet, dass der Raum jetzt so bunt aussieht. Danke auch, dass ihr euch alle die Zeit nehmt, mir zuzuhören und mitzumachen. Ihr werdet merken, dass ihr dadurch sehr viel Spaß haben werdet und dass du in der Schule mehr Spaß hast am Lernen, dass du bessere Noten bekommen wirst. Ganz schnell, Stück für Stück wirst du immer besser werden. Du wirst, wie gesagt, ganz viel Spaß haben. Alles, was wir machen, geht ganz leicht. Und wenn du das immer wieder machst, jeden Tag, wird es dir immer besser gehen und du wirst ganz viel Spaß am Leben und in der Schule haben. Du machst das ja gemeinsam mit deinen Eltern und wenn mal etwas zu schnell gehst, drückst du einfach ganz kurz Stopp,
spulst nochmal zurück und dann geht's wieder weiter. Also, das wird hier eine super Show werden. Eine Show, in der du das Wichtigste überhaupt bist. Ich kann Mathe einfach nicht. Vor allem habe ich so einen blöden Lehrer. Bei dem Lehrer, da kann ich nur schlecht sein. Der gibt mir einfach nur schlechte Noten. Das ist voll gemein. Ich kann Mathe einfach nicht. Meine Mutter kann auch kein Mathe. Die Arbeit, die war voll schwer. Das haben alle gesagt. Ich habe einfach immer Pech. Ich habe nie Glück. Da kann ich auch keine gute Mathearbeit kriegen. Das ist einfach so. Mein Lehrer mag mich einfach nicht. Ich mag den auch nicht. Der macht mich voll wütend. Ich krieg immer nur schlechte Noten. Immer, immer, immer. Das gibt's doch gar nicht. Bei dem kann ich einfach nicht besser werden. Das ist total blöd. Ich kann kein Mathe. Ich kann kein Mathe. Ich werde Mathe nie können. Mathe ist so doof. Ich will kein Mathe. Mathe ist das Blödste, was es gibt. Ich lerne nicht für Mathe. Mathe ist eher ein Blödmann. Wer mag schon Mathe? Ich lerne nicht für Mathe. Ich habe nur Pech. Ich habe Pech, Pech, Pech. Bringt gar nichts. Wozu lernen? Hausaufgaben sind eh doof. Ich lerne nicht. Ich zock lieber. Mein Lehrer hat die Arbeit mit Absicht richtig schwer gemacht. Nur damit wir schlechte Noten bekommen. Das ist so gemein. Bei dem brauche ich gar nicht lernen. Der macht die eh immer schwer. Immer nur schwere Aufgaben. Ich habe halt immer Pech. Kann man gar nichts machen. Ich bin halt ein Pechvogel. Wozu sollte ich lernen? Ich kann kein Mathe. Kann Mama auch nicht. Mama kann kein Mathe. Sie sagt, Mathe ist halt schwer. Also bringt das Lernen gar nichts. Ich habe halt immer Pech. Wozu soll ich noch lernen? Ich schreibe nur gute Arbeiten, wenn ich abgucken kann. Habe ich halt Pech gehabt. Ich konnte Mathe noch nie. Aus mir wird nichts. Mathe, wer braucht schon Mathe? Ist ja auch voll langweilig. Ich kann im Sport, das reicht mir. Mathe ist nicht mein Ding. Also lerne ich nicht dafür. Ich gehe lieber spielen. Puh. Das war ganz schön. Depri, oder? Ganz schön traurig und wütend war ich. Ich kann das total verstehen, wenn du auch manchmal so denkst. Aber weißt du was? Ich habe gemerkt, ja, auch wenn es vielleicht manchmal schlechte Lehrer gibt, es bringt gar nichts, wenn ich mich darauf ausruhe. Wenn ich sage, der Lehrer ist doof, für den übe ich nicht, denke ich ja, ich übe für den Lehrer. Aber glaub mir, du lernst wirklich für dich. Du lernst nicht mal für deine Eltern, auch wenn ich das als Kind selbst gedacht habe. Du lernst wirklich für dich. Du wirst größer werden, du wirst schlauer werden und du wirst immer leichter lernen, wenn du einfach richtig Gas gibst und viel lernst und versuchst immer auch die tollen Sachen, die Spaß machen, daran zu machen. Jedes Fach hat etwas Schönes. Jetzt habe ich ein paar Tipps, wie du anders denken kannst. Und wenn du dir folgenden Satz immer wieder sagst, dann wird es für dich viel einfacher sein, egal welchen Lehrer du hast, egal welcher Tag ist und egal welches Fach es ist. Du wirst wissen, okay, ich mache es jetzt besser. Du sagst, ich will lernen, ich will besser werden, damit ich bessere Noten habe, damit ich es besser kann, damit ich mehr Spaß habe, damit ich besser werde und damit mein Leben richtig toll wird. Ich mach's für mich. Ich gebe für mich Vollgas. Und deswegen sprichst du mir jetzt einmal nach. Ich kann mehr. Ich will Spaß haben. Ich will bessere Noten. Ich gebe mein Bestes.
Yes, genau, so klingt das. So muss das sein und dann wird es dir mehr Spaß machen. Probier es mal aus und am besten sagst du das immer dann, bevor du lernst und vor allem vor der nächsten Arbeit. Das kannst du ja zu Hause machen oder auf der Toilette, das müssen ja nicht die anderen hören. Aber es wird dir helfen, dass du besser wirst. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie du so denken kannst, dass du besser wirst und dass du mit den Klassenarbeiten gut klarkommst und dir immer wieder sagst, ich kann es besser, ich gebe Vollgas. Super. Jetzt hast du viel zugehört, jetzt bist du wieder dran und deine Eltern. Ganz wichtig ist nämlich das, was du hier hast. Halt mal deine Hand hier hin. Und wenn du jetzt ein bisschen wartest, merkst du was in deiner Hand. Hörst du das? Das ist so ein bisschen pumpt. Das ist dein Herz. Und das ist ganz, ganz wichtig für dich. Wenn du merkst, dass du geliebt wirst, dass du nicht alleine bist, dann wird dir das Lernen auch viel mehr Spaß machen. Und weißt du, in der Familie ist ja auch oft Stress, man streitet sich mal und man muss so viel tun für den Haushalt, muss den Müll rausbringen, Hausaufgaben machen, ganz viele nervige Dinge. Und was wir ganz oft vergessen, uns zu sagen, wofür wir dankbar sind, was wir mögen aneinander und dass wir uns alle lieb haben. Und genau das ist jetzt deine Aufgabe. Liebe Eltern, ihr sagt eurem Kind jetzt bitte drei Sachen, die ihr an eurem Kind mögt und wofür ihr eurem Kind dankbar sind, seid. Die Eltern fangen an, eine Sache zu sagen. Dann bist du dran, du als Kind, und dann sagst du was, was anfängt mit Mama oder Papa, danke, dass du mir dabei geholfen hast. Ich finde das toll. Ich finde, du kannst gut Kuchen backen. Du kannst toll Auto fahren. Du kannst mir immer wieder gute Laune machen. Danke, dass du mich in den Arm nimmst und so weiter. All das, wo du weißt, hey, meine Mama, mein Papa sind einfach super. Und das, was du da denkst, das sagst du denen jetzt. Und glaub mir, sie werden sich echt freuen. Damit ihr genug Zeit habt, jeder soll ja drei Sachen sagen und der andere hört gut zu, machst du jetzt einmal Stopp. Wenn ihr fertig seid mit der Übung, dann fühlt ihr euch prima und dann drückt ihr wieder Play. Auf geht's! Viel Spaß! Na, wie war das? Ist das nicht schön, sowas zu hören? Wenn dir das gefallen hat, dann mach das öfter mal. Am besten abends vorm Einschlafen sag wenigstens Mama und Papa eine Sache, die dir gefallen hat, die dir Spaß macht, wofür du sie magst. Liebe Eltern, versucht euer Kind mindestens einmal am Tag zu loben und immer was anderes zu sagen. Super. Eben haben wir über traurige, schlechte Gefühle gesprochen. Da, wo man wütend oder traurig ist, wo man sich nicht gut fühlt. Manchmal hat man keine Lust, manchmal ist man genervt, traurig oder wütend sogar. Und weißt du was? Du kannst das verändern. Es ist gut, dass man auch mal traurig ist, das stimmt. Aber es gibt auch einen Trick, wie man nicht lange traurig ist, wie man nicht lange wütend ist, sondern dass man es selber ändern kann. Und dieser Trick ist ganz wichtig, damit du nicht einen ganzen Tag lang schlechte Laune hast oder sogar mehrere Tage einfach nur traurig bist. Ich habe hier einen Trick, damit du wirklich selbst dir Energie gibst. Es gibt sozusagen sowas wie eine automatische Powerbank, damit du deinen Akku wieder aufladen kannst und wieder richtig Gas geben kannst. Dann brauchst du nicht die Schulter hängen lassen, ich kann das nicht, ich habe keine Lust, Hausaufgaben sind doof, sondern du kannst wieder lächeln, du kannst wieder richtig Spaß haben beim Lernen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Auf geht's! Also, der erste Trick ist das Tanzen. So wie am Anfang du getanzt hast, eine Minute lang, da hast du bestimmt auch gestrahlt. Vor allem, wenn du mit deinen Eltern zusammen getanzt hast, dann wirst du bestimmt gestrahlt haben. Und deshalb, wenn du schlecht drauf bist, wenn du müde bist, dann mach einfach mal die Musik an und fang an zu tanzen. Ich mache das auch. Und danach fühle ich mich immer, immer besser. Außerdem, der zweite Tipp dazu, hüpf doch einfach mal auf der Stelle.
Oder geh auf ein Trampolin. Das hilft wirklich. Wenn du dich bewegst, wenn dein Körper merkt, oh, hier geht es was ab, ich kann nicht bewegen, dann geht es dir schon ganz schnell besser. Also nicht irgendwo verkriechen, sondern wieder rausgehen, dich bewegen, austoben, auf den Spielplatz gehen und dann geht es dir schon besser. Und der nächste Trick, den machen wir jetzt zusammen. Du kannst dir nämlich selbst sagen, wie du dich fühlen willst. So, was kannst du dir sagen? Das, was du sein möchtest. Also, du kannst zum Beispiel sagen, ich bin schlau. Sag mal jetzt. Super. Ich bin stark. Ich bin groß. Merkst du das? Das hört sich erstmal komisch an, aber das ist toll. Und ja, liebe Eltern, sprecht das mal mit. Es ist erstmal eine Überwindung, aber das ist total gut, auch wenn euer Kind das merkt. Also nochmal. Ich bin stark. Ich bin groß. Ich bin schlau. Ich gebe nie auf. Ich stehe immer wieder auf. Und ich schenke gute Laune. Tschakka! Jawohl, noch einmal durch und dann geht es dir auf jeden Fall besser. Also, ich bin stark. Ich bin groß. Ich bin schlau. Super. Ich zeige Respekt. Ich will mehr. Ich schenke gute Laune. Ich gebe nie auf. Ich stehe immer wieder auf. Tschakka! Ein letztes Mal. Ich bin stark. Ich bin groß. Ich bin schlau. Ich gebe nie auf. Ich stehe immer wieder auf. Ich zeige Respekt. Ich schenke gute Laune. Alle zusammen. Tschakka! Jawohl! Super! Das machst du jetzt. Jeden Morgen. Am besten mit deinen Eltern zusammen oder vorm Spiegel. Wenn du das machst, jeden Tag. Du wirst merken, jeden Tag gehst du nicht so zur Schule, sondern so und sagst, hey, cool, Schule, ich kann das. Ich mache das. Ich schaffe das. Dann hast du auf jeden Fall gute Laune. Liebe Eltern, denkt daran, für das Kind ist das schwer, immer wieder das zu machen. Helft ihm, dass es wirklich das jeden Tag sagt. Wenn es das ein, zwei Wochen geschafft hat, dann wird es ihm schon leicht fallen. Wenn es einen Monat geschafft hat, dann ist es schon so gut drin, dann wird es das irgendwann automatisch einfordern. Sprecht es zusammen mit eurem Kind und es wird Spaß haben. Es wird mit guter Laune gestärkt in den Tag gehen. Das war mein Tipp für gute Laune, Spaß am Lernen und auch für schlechte Situationen, wo man sich traurig, genervt fühlt, wie man sich einfach wieder gute Laune besorgen kann und wieder Spaß hat am Lernen. Yes! Das war doch cool, oder? So, du hast dir 5 Boxen besorgt? Super! Hier ist meine Ablenkung, nimm die mal in die Hand. Jetzt kommt die in die erste Box. Zu machen und die Box kommt in das nächste. Zu machen und in das nächste. Zu machen und in die nächste Tasche. Es ist gut, dass das so lange dauert. So, schon richtig schwer da ranzukommen, oder? Geht aber noch eine Stufe schwerer. In meinen Rucksack. Und auch den wieder zumachen. So. Hast du jetzt deine Lieblingsablenkung auch in 5 Sachen drin? Dann kommt jetzt die nächste Aufgabe dazu. Und zwar haben Wissenschaftler, also die richtig schlauen Forscher, haben herausgefunden, dass es mindestens 20 Sekunden dauern muss,
Wie viele Sekunden? 20, genau. 20 Sekunden dauern muss, bis du wieder deine Lieblingsablenkung in der Hand hast. Wenn es länger dauert, dann hast du hiermit alles richtig gemacht. Dann wirst du nämlich bei den Hausaufgaben nicht mehr versuchen, daran zu kommen. Probieren wir das aus. Ich gucke mal, wo meine Stoppuhr ist. Und dann werden wir mal stoppen, wie lange ich dafür brauche, meine Fernbedienung wiederzubekommen. Und los! Tada! 31,54 Sekunden. Ich habe es geschafft. Es hat länger als 20 Sekunden gedauert, bis ich meine Lieblingsfernbedienung wieder in der Hand habe. Alles genau richtig. Das ist ein verrückter Trick, oder? Funktioniert aber wirklich. Also, wenn du mal für eine Mathearbeit lernen willst, lernen musst vielleicht sogar, und du willst dich nicht ablenken lassen, weil du schneller fertig sein willst und weil du besser lernen willst, dann machst du genau das. Deine Lieblingsablenkung versuchst du wegzupacken. Du kannst dafür natürlich auch alles nochmal in einen Schrank packen oder in ein Zimmer und die Tür abschließen. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es muss nur 20 Sekunden brauchen, bis du sie wieder in der Hand hast. Dann wirst du beim nächsten Mal gar nicht anfangen, sie auszupacken. Und das Tolle ist, wenn du dann fertig bist mit Lernen, dann wirst du auch noch Spaß haben, deine Lieblingsablenkung, dein Lieblingsspielzeug wiederzubekommen. Denn das Auspacken und Einpacken macht dir irgendwann richtig Spaß. Und natürlich kannst du auch da wieder Musik beihören und eine Stoppuhr stellen. Und vielleicht wirst du sogar schneller. Vielleicht findest du noch eine bessere Box, noch eine größere, vielleicht noch eine schöne Box oder eine schöne Tasche. Das ist ein lustiges Spiel und es hilft dir beim Lernen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Weiter geht's. Hast es geschafft. Wir sind fast am Ende. Und Zeit nochmal Danke zu sagen. Danke für deine Zeit. Danke, liebe Eltern, für eure Zeit. Super, dass ihr dieses Webinar mit eurem Kind gemacht habt. Ich bin mir ganz sicher, euer Kind wird mehr Spaß am Lernen haben. Es wird sich vieles gemerkt haben. Sie können ja mal fragen, was noch behalten wurde. Ich bin mir sicher, das sind Sachen, die ihrem Kind Spaß gemacht haben. Also sehen Sie, das, was Spaß macht, das kann man sich gut merken. Und wenn die Dinge keinen Spaß machen, sucht man sich andere Wege, wie die Dinge Spaß machen. Und schon wird auch das gut gelernt und wir kommen zu guten Noten. Jetzt am Ende wollen wir nochmal unser Power Statement sprechen. Du mit den Eltern zusammen, auf geht's. Ich bin stark. Ich bin groß. Ich bin schlau. Ich zeige Respekt. Ich will mehr. Ich bin ein Gewinner. Ich gebe nie auf. Ich stehe immer wieder auf. Chaka, super, du hast es geschafft. Wir sind am Ende. Und wenn du Lust hast, das öfter mit mir zu machen, dann hör gerne mal meinen Podcast. Den kannst du jeden Tag vor der Schule hören. Der dauert nur ungefähr 5 Minuten und da werden wir auch gemeinsam tanzen. Wir werden dieses Power Statement sprechen. Du wirst jeden Tag mit guter Laune zur Schule gehen und du wirst auch immer noch was Zusätzliches von mir lernen. Und liebe Eltern, auch ganz viel zum Thema Mindset, denn das ist ganz entscheidend für das Lernen, nicht nur in der Schule. Noch das bitte nicht vergessen. Lernen ist das ganze Leben in ganz vielen Bereichen. Das ganze Leben ist wunderbar, schön bunt und Lernen sollte immer auch ganz viel Spaß machen. Es ist viel mehr als Schule und Lernen macht uns alle viel größer. Und vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis: Ich habe vorhin von meinen drei Fünfen gesprochen. Ich hatte dann am Ende mit meinem Studium einen 1er Masterabschluss. Es hat sich gelohnt, dafür zu kämpfen. Ich bin immer besser geworden. Es hat mir mehr Spaß gemacht und jetzt ist meine große Leidenschaft, Kinder groß und stark zu machen. Und ich komme auch gerne in die Schule Ihres Kindes.
und werde dort eine Show machen, die noch größer ist als dieses Webinar. Sprechen Sie gerne mit Ihrem Schulleiter oder Ihrer Schulleiterin über mich. Ich freue mich über Ihre Empfehlung und darüber, dass ich Ihrem Kind helfen kann, mehr Spaß am Lernen zu haben und bessere Noten zu bekommen. Ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen Tag. Mach's gut und ciao!